Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne mal die Programmiersprache PHP etwas näher bringen. Meiner Meinung nach ist die Sprache aktuell auch noch gar nicht so gut erklärt, beziehungsweise es gibt eigentlich nichts richtig Aktuelles. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, das Ganze mal hier in einer Tutorial-Reihe zu bringen. Wie ihr vielleicht seht, das Ganze ist jetzt hier aufgebaut, wie ich es sonst in meinen Streams habe. Man sieht hier unten diese Ecke, wo jetzt mein Mauszeiger rumfliegt, sieht man schön einmal das, was ich sozusagen im Browser offen habe. Und hier oben einmal den Quelltext. Warum das Ganze? Naja, wir können halt recht einfach Quelltext machen und gleichzeitig aber das Resultat sehen. Und das ist eigentlich ganz von Vorteil. Ja. Und wenn es halt was wichtig ist, ziehe ich das halt einfach rüber und hat sich das Problem gelöst. So, und dann möchte ich euch jetzt einfach gerne einmal von Grund auf einmal sozusagen anfangen, wie schreibt man PHP? Beziehungsweise was ist PHP? Fangen wir als erstes einfach erstmal damit an, was ist PHP? PHP ist eine Programmiersprache, die serverseitig ausgeführt wird. Das heißt, ihr habt einen Webserver. In meinem Fall ist das hier ein lokal laufender Apache-Server, so heißt diese Software. Es gibt auch Nginx und Tomcat und noch zig andere weitere Webserver, die halt entsprechend PHP ausführen können. Was genau macht das Ganze nun PHP und warum PHP? Naja, also PHP hat halt Vor- und Nachteile. Aber eigentlich meiner Meinung nach relativ viele Vorteile. Fangen wir erstmal damit an mit den Vorteilen. Ein Vorteil für PHP ist grundsätzlich, man hat halt mit PHP die Möglichkeiten, bestimmte Sachen serverseitig zu machen, die halt der Client nicht sieht. Weil PHP wird halt sozusagen serverseitig verarbeitet. Das heißt, bevor ein Quelltext oder beziehungsweise diese Webseite an den Client übertragen wird, wird das serverseitig halt bearbeitet. Das heißt, alles, was ihr in PHP-Code schreibt, wird euer Client sozusagen am Ende nicht sehen. Der Vorteil an dem Ganzen ist, PHP kann halt richtig einfach mit HTML und CSS verbunden werden. Das heißt, man nimmt HTML, man nimmt CSS, macht eine einfache Seite und haut ein bisschen PHP-Kram rein und voilà, man hat halt sozusagen ein nettes Endresultat und kann sozusagen zum Beispiel das aktuelle Datum ausgeben auf einer Webseite. Und das macht halt Seiten in Anführungsstrichen dynamischer. Jetzt nicht verwechseln mit dynamischer im Sinne von Bewegtheit, sondern es macht dynamischer im Sinne von, man kann einfach mal eben Sachen aus einer Datenbank auslesen. Man hat zum Beispiel Datensätze in der Datenbank, die verändern sich regelmäßig und dann kann man halt mal eben kurz daraus was auslesen. Oder aber auch, man kann ganz easy jetzt zum Beispiel so ein Forum schreiben. Also viele Forumsoftwaren laufen halt auf Basis von PHP. Und das ist halt so das Wichtige, weshalb PHP eigentlich ein recht hohen Wert hat. Es gibt natürlich auch noch in Anführungsstrichen Konkurrenzprodukte wie Node.js etc., die auch serverseitig laufen und man sagt immer performanter laufen. Aber man muss schon festhalten, dass es noch ein Unterschied ist, ob man PHP hat oder Node.js. Also Node.js ist vielleicht performanter, PHP jetzt in Anführungsstrichen nicht, dafür ist PHP aber deutlich einfacher zu schreiben. Und PHP ist halt auch einfach hat einfach viel mehr Funktionen. Man kann einfach auf den Kernel zugreifen. Ist einfach ganz cool. Aber um jetzt einfach mal zu starten und einfach zu erklären, oder worum es in diesem Video geht, möchte ich jetzt gerne einfach mal starten mit der einfachen PHP-Geschichte. Oder vielmehr einer einfachen PHP-Datei. Warum? Das ist relativ einfach. Also heute geht es halt erstmal um Basics und Variablen und wie man das Ganze aufbaut. Ihr seht hier, das Projekt heißt jetzt einfach YouTube. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit einer neuen Datei. Genau, vielleicht nochmal vorher gesagt. Wir befinden uns hier jetzt gerade in Visual Studio Code und Visual Studio Code ist halt eine IDE oder Entwicklungsumgebung und ja, was soll man dazu sagen, halt sie ist halt dazu da, damit man halt entwickeln kann. Ich werde vielleicht nochmal ein Video machen, wo ich Visual Studio Code mal genauer vorstelle, weil Visual Studio Code echt viele Vorteile hat. Ihr könnt aber prinzipiell jede andere IDE nutzen oder Notepad++, das funktioniert genauso gut. So, als erstes machen wir jetzt einfach eine neue File. Die nennen wir jetzt mal index.php. Warum Index? Index wird halt automatisch immer von Webservern aufgerufen. Also wenn ich zum Beispiel eine index.html oder eine index.php habe, ist es automatisch die erste Seite, die hier aufgerufen wird. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier unten habe ich jetzt localhost/web/YouTube, wenn ihr es auf einem Vollscreen habt. Dann ladet ihr die Seite einfach neu und ihr seht automatisch, hier ist jetzt plötzlich nichts mehr. Da ist nicht mehr irgendwie Parent Directory. Aus dem Grund, weil hier die PHP-Datei schon vorhanden ist und dann nimmt ihr die automatisiert. Deswegen, wenn ihr eine Seite haben wollt, die direkt aufgerufen wird, empfiehlt es sich, das Ganze index.php zu nennen. So, jetzt müssen wir als erstes sagen, dass es halt überhaupt eine PHP-File ist. Dazu schreiben wir halt, machen wir halt einmal diese Klammer und dann Fragezeichen PHP. Und damit, das war's schon. Jetzt haben wir halt sozusagen unsere PHP-Datei gemacht. So,
Und was machen wir jetzt? Wir geben es halt einfach mal auf Echo, über Echo was aus. Echo ist halt ganz einfach, kennt man vielleicht aus anderen Programmiersprachen. Damit gibt man jetzt was aus. In diesen Anführungsstrichen kann man hier mit den einzelnen Semikolons machen oder mit den Doppelstrichen. Konventionstechnisch sind die einzelnen deutlich besser. Deswegen erkläre ich das auch direkt von Anfang an, weil es halt von Vorteil ist, dass man das so lernt. So, und dann geben wir es halt einfach mit Echo Hello aus. Oder Hello World. So, und damit haben wir unseren ersten PHP-Code geschrieben. Wenn wir jetzt die Seite neu laden, steht hier oben Hello World. Ich ziehe es einfach mal hier rüber. Dann kann man das hier sehen. Ganz nett. Dann ist das jetzt hier besser zu sehen. Hello World. So, ich schiebe das mal wieder hier rüber. So, aber das ist natürlich nicht alles, was PHP kann. PHP kann noch ein bisschen mehr. Und PHP hat auch sehr viele andere Vorteile. Gegenüber anderen Programmiersprachen, vielleicht jetzt die Leute, die jetzt schon meinen YouTube-Kanal etwas länger verfolgen, die kennen halt auch sicherlich Java. Und Java, wisst ihr alle, ihr sagt dann halt, das ist ein String und den nenne ich jetzt Test. Oder das ist ein Integer und den nenne ich Test. Oder das ist ein Double und den nenne ich Test. Bei PHP gibt es sowas nicht. PHP hat halt jetzt in 7.0 und danach eine Typisierung bekommen, die aber aktuell noch keine Pflicht ist. Die wird später zwar Pflicht werden, aber aktuell noch nicht. Und das kann man sich teilweise auch zu Nutzen machen, weil es recht einfach ist, teilweise Sachen zu konvertieren. PHP konvertiert für euch mal eben String in Integer oder in Integer in Double oder halt mal eben Float zum String. Das ist halt ganz einfach zu machen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier ganz einfach machen, also ich schreibe jetzt eine Variable, wohlgemerkt Variablen werden in PHP mit Dollarzeichen geschrieben. Die nenne ich jetzt einfach mal Variable. Und die der übergebe ich jetzt halt einfach 0.3 im String. So, und jetzt kann ich aber einfach rechnen, Dollar Variable mal 3. Und jetzt seht ihr hier, ich gebe Variable mal 3 aus. Und wenn ich das Ganze hier neu lade, seht ihr 0,9. Ich ziehe es nochmal hier rüber, sieht man das? 0,9. Und das ist ein Vorteil, den ihr einfach an PHP zu nutzen machen könnt. Ihr könnt halt einfach einen String schreiben, der ist 0,3, rechnet das mal 3 und PHP erkennt direkt, yay, das ist eine Variable, ich kann damit rechnen. Es hat zwar hier und da seinen Nachteil, weil manchmal wollt ihr das vielleicht nicht machen, aber dafür ist PHP auch jetzt nicht so problematisch. Man kann es auch recht einfach anders lösen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel jetzt hier Variable mal 3, ist halt ja, multiplizieren wir. Wenn wir aber jetzt schreiben wollen, Variable mal 3, machen wir halt einfach nichts anderes, außer dass wir dann halt sozusagen prinzipiell dieses Anführungsstrichen, also dieses Mal in Anführungsstriche setzen. Setzen halt zwischen den einzelnen Sachen einen Punkt zwischen. So, jetzt ist das Variable Punkt Sternchen Punkt 3. So, Variable ist halt 0.3. Das heißt, am Ende sollte rauskommen 0.3 Sternchen 3. Kannst du sagen neu. Und ihr seht 0.3 Sternchen 3. Jetzt ist nochmal hier rüber. Sieht man es nochmal besser. 0.3 Sternchen 3. So. Warum oder wie genau funktioniert das Ganze? Naja, PHP, wenn man mit Strings in PHP arbeitet, arbeitet man nicht mit einem Plus, wie ihr es normalerweise kennt, weil das Plus ist halt an sich eine Rechenoperation in PHP. Weil, wie gesagt, jede Variable kann ein Integer sein und kann ein String sein. Deswegen ist PHP, hat PHP halt immer das Plus als Rechenoperation. Deswegen ist es, wenn man Strings zusammenfügen möchte in PHP, so, dass man einen Punkt nimmt. So, und so kann man dann halt einfach Variable hinzufügen oder einfach was verbinden. Und so kann man halt Strings zusammenbauen. Also wie gesagt, es ist halt prinzipiell wie jede andere höhere Programmiersprache, nur dass es halt diese Eigenheiten gibt. In der weiteren Tutorial-Reihe werde ich auch nochmal darauf eingehen. PHP hat nämlich auch zum Beispiel Methoden, Funktionen, Klassen. Also PHP kann eigentlich alles, was Java auch kann. Und teilweise hat es so viel coolere Funktionen, die Java zum Beispiel gar nicht kann, ne? Aber das ist halt, sind so Sachen, die werden wir später nochmal drauf eingehen. Ich möchte von Grund auf anfangen, dementsprechend haben wir jetzt hiermit angefangen. Das heißt, einfach zu merken, das soll halt auch das Ziel erstmal des ersten Tutorials sein. PHP hat Variablen. Die werden immer benannt mit Dollar Variablenname. Und danach kann halt einfach der Wert gesetzt werden. Das kann hier in diesem Fall als String ein String sein mit 0,3. Es kann hier auch einfach ein Wert reingetragen werden, wie jetzt zum Beispiel die 5. Das heißt, wir haben jetzt dann zum Beispiel hier 5 mal 3 würde er ausgeben. Also wie gesagt, 5 mal 3, weil das in diesem Fall hier als String ist. Wenn ich jetzt das hier wegnehmen würde, dieses Mal-Zeichen, und das halt einfach die zwei Punkte hier wegsetzen würde, also das sozusagen so setzen würde, habe ich halt prinzipiell genau das, ich multipliziere. Seht ihr jetzt hier? 15. So, das ist halt eigentlich das Coole. Also PHP hat halt diese Möglichkeit, dass man halt einfach Sachen ändern kann. Und man kann halt auf jede Variable speichern, was man möchte. So,
Und das ist halt erstmal so das Grundding, dass man halt weiß, dass diese Variablen so funktionieren. Und das sollte man auch wirklich verinnerlichen, weil jede andere Programmiersprache arbeitet anders und naja, PHP arbeitet anders und die anderen Programmiersprachen ähneln sich sehr, nur PHP fällt da raus. So, und damit haben wir jetzt prinzipiell auch schon mal so das erste Basic hier gemacht, weil das sind halt Variablen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einfach mal mit Variablen rumtesten, ihr könnt einen kleinen Taschenrechner prinzipiell basteln. Das würde ich halt einfach nochmal als Part jetzt hier mal reinbasteln, dass wir sozusagen Mini-Taschenrechner basteln. Das Ganze ist aber ein bisschen aufwendiger, deswegen nicht wundern. So, als erstes nehmen wir dann nämlich hier, schließen wir das Ganze und dann machen wir uns sozusagen jetzt einfach eine Form. Also das heißt, wir haben jetzt hier einen normalen HTML, wir haben einen normalen Head, so, in dem Head schreiben wir einfach nochmal den Titel rein. Der Titel ist jetzt halt Taschenrechner. Und dann machen wir halt ein Body. Für die Leute, die nicht HTML können. HTML ist halt auch recht simpel. Headkopf ist halt alles, was sozusagen übergeben wird, wie Styling-Klassen etc. Und das, was oben hier oben dann stehen soll. Da jetzt im kleinen Fenster bitte eben kurz gucken. Genau da stehen soll. Und im Body steht halt alles, was der Content ist. Und hier machen wir es halt alles ganz einfach. Wir machen halt einfach ein Form. Die Action setzen wir einfach auf ein Hashtag, damit wird das halt einfach sich selbst aufrufen. Method setzen wir hier in diesem Fall auf Post. Und damit haben wir sozusagen ein Form. Das heißt, es wird sozusagen ein Formular. Und hier machen wir einfach Input. Type setzen wir gleich Number. Das ist halt sozusagen, dass es eine Nummer oder beziehungsweise Zahl ist. Und dann nehmen wir das ganze Name, ist dann in diesem Fall halt jetzt Number One. So. Und dann haben wir sozusagen unser erstes Input fertig. So, dann können wir das Ganze nochmal kopieren und machen jetzt noch ein zweites Input. Das ist halt auch Type Number, aber es ist dann Number Two. Und am Ende machen wir noch einen Button. Button Type gleich Submit. So, und dann addieren. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt hier zwei Nummern, die wir hier haben. Die haben diesen Name. Mit diesem Name können wir, wenn wir hier das Name-Attribut setzen, können wir später die in PHP erhalten. Dadurch, dass wir das Ganze auf Post senden, werden wir es gleich in PHP als Post abfangen. Aber es gibt halt bei PHP zwei Methoden, Post und Get. Get-Parameter ist alles, was ihr in der URL hier oben seht. Zum Beispiel, wenn jetzt hier steht Fragezeichen Page gleich Test, dann ist das hier, das Page, ein Get-Parameter und das Test ist das Value. Und dann kommt zum Beispiel das nächste Parameter mit and Test gleich 1, 2, 3. Das heißt, dann wäre das der Parameter-Name Test oder wie man Variable-Name Test und das Value 1, 2, 3. Recht simpel. So, damit sind das sind Get-Parameter. Wir werden uns aber jetzt in diesem Fall, ihr seht schon, dass schon der erste Teil kommt, mit halt nicht mit den Get-Parametern auseinandersetzen, sondern wir werden halt in diesem Fall einfach mal ja halt den Taschenrechner machen mit den Post-Variablen. Das ist halt recht einfach. Wir fragen hier oben ab if isSet. Das ist eine Methode, die halt sozusagen abfragt, ob die Variable gesetzt ist. Ihr fragt halt bei PHP nicht nach Null ab oder so, sondern halt einfach. Beziehungsweise, ne, steht halt auch drüber, determine if a variable is declared and is different than null. Heißt halt einfach, dass die Variable gesetzt ist, also nicht null ist und halt auch die Variable überhaupt besteht. Weil theoretisch Post, wir gehen jetzt halt sozusagen, nehmen jetzt halt aus dieser $Post, das ist halt ein Array, nehmen wir halt jetzt das Value, was wir jetzt übergeben haben, nämlich Number One. So, und wenn die nicht gesetzt ist, dann können wir damit natürlich nicht arbeiten und dann würde es zum Fehler kommen. Und bevor es zum Fehler kommt, fragen wir halt mit isSet ab. Das kopieren wir jetzt einfach und fügen das einfach nochmal dahinter her. Das heißt, isSet $Post Number One und isSet $Post Number Two. Wenn das halt gesetzt ist, dann machen wir Folgendes. Da wollte mein Windows mal wieder, dass ich Windows 7 habe und auch den Ryzen. Egal. So, und dann haben wir halt einfach das Ganze. So, jetzt machen wir einfach uns Variablen. Das ist Number One ist gleich $Post Number One. Das heißt, wir setzen jetzt den Inhalt, der uns per Post-Parameter übergeben wurde. Wie gesagt, hier ist der Name, Name 1, der wird übergeben über Post. Wenn das Form mit diesem Submit-Button abgesendet wird, wird auf diese Variable hier, also diese Array übergeben. Und in dieser Array sind enthalten alle
alle Sachen innerhalb dieses Forms, das abgesendet wurde, wo dann mit dem entsprechenden Namen. Das heißt, Number One ist dann sozusagen ein Key von der Post-Array. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. So, und Number One ist halt gleich halt Dollar Post Number One. Und das gleiche machen wir für Number Two. Number Two gleich Dollar Unterstrich Post Number Two. So, und damit haben wir jetzt sozusagen die zwei Nummern. Ich schmeiße jetzt hier unten diesen Code einmal weg, den ich zum Zeigen gerade genutzt habe. Und mache jetzt hier einfach nichts anderes außer Echo Dollar Number One plus Dollar Number Two. So, und dann Semikolon zum Enden des Ganzen. Was mache ich jetzt hier? Ich habe hier Nummer 1 und Nummer 1, 2 übergeben und die addiere ich hier zusammen und ergebe Echo das Ergebnis, wie ich es vorhin schon erklärt habe. Wenn ich mit einem Plus oder mit Mal oder Minus arbeite, sind das Rechenoperationen. Wenn ich mit einem Punkt arbeite, packe ich sie als String zusammen. In diesem Fall addiere ich halt sozusagen die beiden Nummern und gehe, ja, verhalte mich so, oder tue so, als würden diese beiden Nummern halt Integer-Werte sein. Sind sie auch in diesem Fall. Und addiere die beiden. Dementsprechend steht hier auch addieren. So, dann lade ich jetzt halt einmal die Seite neu vom Taschenrechner. Ihr seht jetzt hier sind Eingabewerte. Jetzt kann ich zum Beispiel 120 und 240 eingeben. Ich klicke auf Addieren und ich erhalte das Ergebnis 360. Jetzt kann ich zum Beispiel 12 eingeben und 6 und 34 und ich habe das Ergebnis 46. Und so funktioniert das Ganze. Das heißt, ihr habt prinzipiell, könnt ihr halt HTML-Text wie hier mit PHP verbinden. Ich weiß, das Ganze war jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend, dass man direkt sozusagen mit HTML gearbeitet hat. Für die Leute, die noch nicht mit HTML gearbeitet haben, ich werde dazu auch nochmal eine Tutorial-Reihe machen und nochmal HTML erklären. Aber prinzipiell war das das Ganze. Und das ist halt sozusagen erstmal die Magic, die man mit PHP macht. So, wenn ihr euch aber, das möchte ich jetzt nochmal zeigen. Ich sagte ja zu Anfang, PHP-Quelltext wird serverseitig verarbeitet. Das heißt, wenn ihr euch diese Seite anguckt und jetzt Seitenquelltext anzeigen klickt, dann seht ihr hier oben steht die 46, das ist diese Echo-Ausgabe, die PHP gemacht hat. Und dann seht ihr unseren ganzen HTML-Kopf. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn es nach Konventionen geht, und da möchte ich auch nochmal Leute, die jetzt vielleicht schon PHP kennen, beziehungsweise die generell Konventionen kennen, die werden jetzt sagen, warum hast du das hier, die 46 hier überhalb des HTMLs? Das entspricht nicht den Konventionen von HTML. Ja, weiß ich. Aber der Übersicht halber möchte ich das jetzt gerne einmal so anzeigen. In späteren Tutorials werde ich nochmal darauf eingehen, dass man sie es da nicht hin platziert. So, aber ich möchte dann nur einmal zeigen, ihr seht, hier ist nur der HTML-Text und die Ausgabe von PHP. Alles, was ihr sozusagen hier gesehen habt, was sozusagen hier in diesen PHP-Klammern ist, also in der Klammer auf mit dem Fragezeichen PHP und halt bevor die Klammer, bevor das ganze PHP geschlossen wird mit Fragezeichen Klammer zu. Alles, was innerhalb dieser Sache ist, wird nur ausgegeben, sofern es mit Echo ausgegeben wird. Und dann müsste halt auch alles als String deklariert sein, sonst gäbe es Fehler. Das heißt, in diesem Fall wird nur dieser Teil ausgegeben und nur das Errechnete. Und somit hat man halt eigentlich PHP abseits von dem normalen Quellcode, den der Nutzer sieht. Und so kann man im Hintergrund coole Sachen machen, zum Beispiel mit Datenbanken verbinden und allem möglichen Quatsch. Und der Nutzer sieht halt direkt nichts davon. Er kann den Quelltext nicht auslesen. Das heißt, man kann da drin prinzipiell mit Passwörtern arbeiten. Und das ist halt echt ein Riesenvorteil. Und das wollte ich jetzt einfach mal heute gezeigt haben in dem ersten Tutorial. Beim nächsten Mal werde ich nochmal genau darauf eingehen. Da werde ich nochmal zeigen, was man mit Funktionen machen kann in PHP. Ich hoffe, das Ganze hat euch einigermaßen einen Einblick verschafft und gezeigt, was man so mit PHP machen kann. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wenn ihr weiter die Serie ja, sehen wollt, beziehungsweise informiert werden wollt, dann ja, abonniert mich und klickt auf die Glocke, damit ihr dann auch die Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video kommt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Und dann bedanke ich mich heute fürs Zusehen und bis dahin, tschüss.